Von Herzen hallo, meine zauberhaften Löwegeborenen, Löwe-Aszendenten. Wenn ihr auch das Mondmars, Venus-Zeichen im Löwen habt, könnte auch diese Legung für euch interessant sein. Es geht hier um die neue Monatsenergie für September 2022. Ich habe die Karten wie immer schon ausgelegt, habe mich gut auf die Löwe-Energie konzentriert. Ihr bedenkt aber bitte, dass es allgemeine Energien sind, das heißt, Sie können, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen. Ich gehe immer von der weiblichen Hauptperson aus. Das bedeutet, egal ob du jetzt als Zuschauer männlich oder weiblich bist, du münzt dir das dann bitte für dich einfach um. Ich gehe ja auch so in alle Lebensbereiche, je nachdem, was ich zeigen möchte, und würde jetzt auch gleich loslegen. Ich habe hier aber noch mal zusätzlich zwei Karten springen lassen, die ich euch dann gerne am Ende der Legung zeigen möchte, was sich da noch als Zusatzinformation für die Löwen ja so einfach noch gezeigt hat. Ne? So, ihr Lieben, wir fangen mal an. Ihr selber liegt mir als weibliche Hauptperson hier im Haus 31. Das Haus 31 ist das Haus der Sonne. Ne? Ist auch euer Herrscher die Sonne, also wunderbar. Und ihr habt hier auf der Gedankenebene die Ruten, den Berg und den Fuchs. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr mit einer doch relativ frischen Energie in den Monat September startet. Ne? Ihr habt über euch, wie gesagt, zwar noch den Berg liegen, aber der Berg liegt hier im Haus der Mäuse. Das bedeutet, Blockaden, die euch hier in der Vergangenheit eventuell belastet haben, gerade wenn es um das Thema Veränderung ging, weil sich die Veränderungen auf die Blockaden spiegeln, das löst sich hier auf oder hat sich bereits aufgelöst und auch eure Unsicherheiten schauen hier, schaut der Fuchs aus diesem Kartenbild raus. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Löwen hier mit einer relativ frischen Energie in den Monat September starten. Ich habe hier auch über euch nicht nur die Blockade, sondern auch hier das Kind und die Familienkarte, die Lilien liegen. Da kann es sein, dass sich hier ganz speziell etwas im familiären Bereich gelöst hat. Blockaden, Schwierigkeiten, Herausforderungen oder Hindernisse im familiären Bereich. Und dass man hier so ein bisschen wirklich wieder mehr das Positive sieht. Na, wenn ich jetzt mal schaue, wo liegt die Sonne? Die Sonne liegt hier im Haus des Briefes. Also es ist gut möglich, dass hier vielleicht Nachrichten oder Kommunikation auf euch zugekommen sind, die es euch einfacher gemacht haben oder leichter gemacht haben, um euch hier wieder so ein bisschen in eine neue Energie zu begeben. Ne? Ich habe, was mir auch hier auffällt, ist die Belastungen. Das Kreuz liegt hier im eigenen Haus. Das ist für mich immer ein guter Hinweis, weil, so sehe ich es, so deute ich es, hier wirklich nochmal, ja, ihr schaut zwar hier auch direkt rein, aber ich habe so das Gefühl, dass die schicksalhaften Belastungen, Lernaufgaben oder Schwierigkeiten und Herausforderungen hier wirklich von euch angegangen werden oder bereits, ihr habt es schon angegangen oder habt schon begonnen, euch damit auseinanderzusetzen. Ne? Das fällt mir hier wirklich auf. Und am Kreuz liegt hier die helle Seite der Wolken. Das heißt, euch ist hier wirklich viel mehr klar geworden bereits. Und wenn ich jetzt mal schaue, wo liegt denn die Klarheit, die Sterne, die liegt hier tatsächlich als erste Karte im Haus des Reiters. Also auf der Gedankenebene seid ihr in irgendeiner Situation wirklich für euch in die Klarheit gekommen. Das kann eine häusliche Situation sein, das kann eine berufliche Situation sein, eine Situation bezüglich der Selbstständigkeit, ne? Also irgendwie ist hier etwas, ja, wo ihr wirklich für euch immer mehr in die Klarheit gekommen seid. Oder auch interessanterweise, wenn ich jetzt schaue, wo liegt denn der Reiter, ne? Wenn es hier wirklich um einen Neubeginn geht, ne? Und da seid ihr für euch wirklich klarer geworden, ne? Wir gehen jetzt mal wirklich so die einzelnen Bereiche durch. Ich möchte aber hier nochmal auf diesen familiären Bereich kommen und hier so Thema Kinder. Also wer hier so Herausforderungen mit Kindern hatte oder mit dem familiären Bereich prinzipiell, auch das innere Kind, nur mal so am Rande, hier liegen wirklich Klarheiten. Veränderungen, Klarheiten, Lösungen, ne? Und ich habe das Gefühl, dass man hier gerade auch im familiären Bereich, dass es hier wieder zu Versöhnung, Annäherung kommt, wenn es hier Schwierigkeiten gab. Ne? Also nur mal so am Rande. Wenn ich jetzt mal gucke, wir fangen jetzt wirklich mal an, hier so die einzelnen Bereiche durchzugehen. Und ich würde gerne mit dem Bereich der Arbeit anfangen, weil die Arbeitskarte auch hier gleich mit auf eurer Gedankenebene liegt.
Im Haus der Arbeit, im Haus des Ankers, liegt zwar aktuell noch die Wolken, ne? Das heißt, es kann sich hier noch so um leichte Unklarheiten, Unsicherheiten, da ist etwas noch nicht so ganz klar, aber hier liegt das Kleeblatt drauf oder dran. Das bedeutet, Unklarheiten liegen hier nicht mehr langfristig drin. Innerhalb 2 bis 4 Stunden, Tage, Wochen müsstet ihr hier im beruflichen Bereich, wenn etwas unklar war, definitiv Klarheit reinbekommen. Und an der Arbeitskarte selber liegt auch die Klarheit und die Arbeitskarte selber liegt im Haus des Kleeblatts. Ne? Also irgendwas verändert sich hier für die Löwe-Menschen oder für die Löwe-Geborenen. Hier liegen plötzliche Veränerungen. Es kann auch sein, dass man hier mit der Arbeit oder durch die Arbeit umzieht oder dass es hier nochmal im Bereich Homeoffice nochmal Veränderungen gibt. Aber diese Veränderungen liegen zwar für euch vielleicht ein bisschen plötzlich, trotz allem liegen diese Veränderungen wirklich stabil, auch wenn ihr hier Ängste habt bezüglich der Stabilität, ne? Die Stabilität liegt hier im Haus des Blumenstraußes und der Blumenstrauß liegt hier wirklich an der Sonne mit der Stabilität und dem Wachstum. Also hier tut sich da auf jeden Fall etwas verändern. Auch im Bereich des Unternehmens. Also wir schauen jetzt mal auf die, die wirklich fest angestellt sind. Im Bereich des Unternehmens liegen ja auch noch mal Veränderungen relativ langsam angezeigt, aber es kommt, ne? Und es kann sein, dass man hier mit Vorgesetzten oder Kollegen, dass da noch mal Veränderungen stattfinden. Also vielleicht hört ein Vorgesetzter auf oder es geht ja auch um eine Beförderung von dir selber. Vielleicht möchtest du ja aufsteigen. Und da liegen hier wirklich die Chancen, dass sich da etwas verändert, weil das Angebot, die Möglichkeit, die Chance, das Geschenk liegt hier auch im Haus des Geheimnisses. Das ist aber für mich auch das Haus des Vertrages der Dokumente. Und es kann sein, dass ja auf beruflicher Ebene bei den Löwen ein Angebot ins Haus flattert, plötzlich unverhofft, was hier für euch wirklich mit einer Wunscherfüllung liegt. Wo ihr aber hier noch relativ unsicher seid, ob ihr diese Entscheidung jetzt schon treffen sollt. Ich habe hier eine kleine Verzögerung auf dem Neubeginn liegen. Aber, sage ich gleich dazu, das habe ich nur noch über die Sommerzeit und die Sommerzeit hört im September letztendlich auf. Also diese Verzögerung liegen hier im Haus des Kindes. Das heißt für mich, es sind nur kurzfristige Verzögerungen, wirklich kurzfristige. Also bei den Löwen ist wirklich die Chance groß, dass sich hier etwas beruflich sehr zum Positiven wandelt, schneller als ihr denkt und sehr, sehr positiv. Ne? Wenn wir jetzt mal auf diejenigen schauen, die hier beruflich selbstständig sind, auch da habt ihr das Gefühl, dass es hier so ein Auf und Ab gibt. Aber möchte ich gleich sagen, hier lösen sich jegliche Stillstände auf. Die Finanzen auch liegen hier wirklich sehr, sehr positiv bei den Löwegeborenen. Und hier verändert sich noch mal was an der Selbstständigkeit. Auch wenn es hier Geduld angesagt war, ne, das kann auch sein, dass man hier wirklich auch noch ein bisschen Geduld hat. Aber spätestens innerhalb der nächsten 3 Monate wird hier irgendetwas verändert an der Selbstständigkeit. Plötzliche Veränderung im Bereich der Selbstständigkeit, im Bereich des Unternehmens, ne? Ihr habt zwar hier Ängste davor, inwiefern funktioniert das, inwiefern ist das gut, aber ich habe das hier wirklich auch gut liegen, weil ihr habt zwar hier manchmal so ein bisschen die Stillstände drauf liegen, die Ängste, die Zweifel, vielleicht konntet ihr auch in bestimmten Situationen, was den Beruf oder die Selbstständigkeit angeht, nicht so aktiv oder schnell vorwärts gehen, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber diese Stillstände lösen sich hier ganz klar auf, ne? Und man erntet das, was man sät. Und das könnte bei dem einen oder anderen Löwegeborenen im beruflichen wie auch im selbstständigen Bereich im September schon tatsächlich so sein. Also hier geht es wirklich darum, dass man aktiver wird, dass Verzögerungen rausgehen, neue Stabilität, Wunscherfüllung und Klarheit reinkommt. Ne? Also das ist hier wirklich sehr, sehr positiv. Und eure Zweifel, ne? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Zweifel liegen hier zwar auf eurer Kopfebene, das hat aber eher was mit alten Zweifeln zu tun. Ne? Vielleicht hat in der Vergangenheit in vielen Bereichen etwas nicht so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber diese Zweifel lösen sich jetzt hier immer weiter auf. Ne? Genau, auch im privaten Bereich, wenn wir jetzt nochmal schauen, so Beruf, Quatsch.
häusliche Veränderungen liegen hier auch angezeigt. Und da kann es aber sein, dass bei dem einen oder anderen Löwegeborenen plötzlich ein Angebot bezüglich neuer Wohnung, neuem Haus, wie auch immer, ins Haus flattert, weil in der Vergangenheit war hier so ein bisschen, waren so ein bisschen die Zweifel oder die Verzögerung drauf. Also wer in der Vergangenheit sich häuslich verändern wollte und das nicht geklappt hat, der könnte jetzt hier innerhalb der nächsten Zeit tatsächlich ein schönes Angebot bekommen, ne? Was den Umzug angeht. So. Wenn ich jetzt mal schaue, wie gesagt, hatte ich schon angesprochen, die finanzielle Situation liegt hier sehr positiv, auch sehr stabil. Es kann sein, dass es hier aber auch noch mal Gespräche gibt bezüglich Finanzen. Es kann hier noch mal zu Verhandlungsgesprächen kommen, aber auch ja zu plötzlichen Bonuszahlungen. Ja, wo es einfach wirklich darum geht, dass man für das, was man tut, auch gewürdigt wird. Bei Selbstständigen kann es sein, dass man hier, je nachdem, was hier selbstständig anbietet, dass man hier vielleicht auch über eine Preiserhöhung spricht, aber da sind die Ängste, dass eure Kunden dann vielleicht abspringen oder so, die sind unbegründet, ne? Also die Finanzen liegen hier wirklich stabil. Ihr habt halt da wirklich nur Ängste, ne? Der ein oder andere unter euch könnte sich ja auch irgendwie um die Gesundheit so ein bisschen Gedanken machen. Aber da habe ich so, dass diese Unsicherheiten ja auch so begründet sind. Ne? Es könnte sein, dass man zwar hier so ein paar kleine Wehwehchen hat, will ich mal sagen. Aber was mir gut gefällt, ist, diejenigen unter euch, die hier mit irgendwelchen chronischen Sachen zu tun hatten, ne? Wo ihr vielleicht unsicher wart, wie ihr das lösen oder heilen könnt. Die chronische Situation, die liegt hier mit den Mäusen. Also es kann sein, dass da wirklich chronische gesundheitliche Belastungen rausgehen. Ich will aber dazu sagen, das sind eher so Kleinigkeiten, ne? Also oder es liegt ja auch, also man muss ja immer vorsichtig sein mit Gesundheitsangaben. Aber die Mäuse stehen natürlich auch immer dafür, dass etwas weggefressen wird, ne? Und der Ring steht für mich in Verbindung mit dem Baum auch immer für chronische Wehwehchen. Und da liegt hier wirklich eine Besserung drauf, ne? Es kann auch sein, wer jetzt hier zum Beispiel auch Gewicht verlieren möchte unter den Löwegeborenen, da habe ich hier tatsächlich 2 bis 7 Kilo liegen. Ne? Also da liegt auf jeden Fall ein Gewichtsverlust auch angezeigt. So. Wir gehen jetzt mal auf den Bereich der lieben Liebe. Und wir fangen mal mit den Löwegeborenen an, die sich hier aktuell in einer festen Verbindung befinden. Die Verbindung nagt momentan ein bisschen an euch oder an dir, ne? Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gegenüber hier sich so ein bisschen zurückgezogen hat, so ein bisschen im Stillstand, ne? Dein Gegenüber liegt im Stillstand, im Haus deines Gegenübers liegt der Stillstand. Vielleicht ist es auch so, dass man sich hier tatsächlich erst getrennt hat oder kurz vor einer Trennung steht. Das kann eine Deutungsmöglichkeit sein, muss es aber nicht. Es kann sich auch einfach nur um eine Veränderung oder Transformation der Beziehung handeln. Diese Partnerschaft, diese Verbindung liegt hier so ein bisschen belastet. Ich habe so das Gefühl, es wurde hier nicht so wirklich geredet. Hier liegen dann aber wieder die Gespräche über Emotionen, über das Thema Liebe, über das Thema Abgrenzung, was wünscht man sich eigentlich in dieser Verbindung? Also ich habe auch das Gefühl, dass bei den gebundenen Löwegeborenen hier eventuell in der Vergangenheit wirklich so das Thema war, inwiefern schwimmen wir noch auf derselben Wellenlänge, haben wir noch die gleichen Ziele, die gleichen Vorstellungen. Und da kann es sein, dass hier im September wirklich nochmal Klartext gesprochen wird. Die Verbindung selber liegt hier, wie gesagt, eher momentan so ein bisschen mit Unruhen. Auch, dass die Beziehung an euch nagt, aber dieses Nagende, die Blockaden lösen sich auch hier wieder auf, gerade wenn es um dieses Thema emotionaler Bereich geht, eure eigene Psyche, eure Seele, ne?
Das ist ja das, was ich auch zu Beginn sagte, ihr kommt hier wieder in eine völlig neue Kraft. Und das kann sich hier auch ganz klar auf das Thema Partnerschaft auswirken. Ich habe das Gefühl, dass bei den gebundenen Löwen es hier eine Veränderung in der Verbindung gibt, dass Entscheidungen, die man hier in der Vergangenheit noch nicht getroffen hat, jetzt aber hier getroffen werden. Und hier wirklich das Geheimnis drauflegt, halte ich an dieser Verbindung fest, ja oder nein. Diese Entscheidung trefft ihr aber letztendlich selber. Weil laut dieser Legung habe ich die Konstellation, entweder man entscheidet sich für die Trennung, dann ist das aber eine relativ freundschaftliche Auflösung der Verbindung, oder man geht tatsächlich in den Neubeginn. Auch der liegt hier angezeigt. Ne? Also ich kriege auch den Neubeginn hier schon an die Verbindung draufgerösselt. Es kann aber auch sein, dass man sich hier wirklich erstmal für eine zeitliche Trennung entschließt, um erstmal wieder zu sich selber zu finden. Ne? Dann ist es aber keine Trennung für immer, weil die Trennung bekomme ich auch hier dann wieder aufgelöst. Ne? Sondern diese Trennung, diese zeitliche Trennung, die führt dann aber hier zu plötzlichen Veränderungen. Ne? Jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die hier einen Herzensmenschen haben, aber mit diesem Herzensmenschen noch nicht in einer Verbindung sind. Da habe ich ganz klar das Gefühl, dass hier auch momentan kein Kontakt besteht. Dein Gegenüber liegt hier wirklich absolut mit den Stillständen, mit der Transformation, und hier liegt auch noch eine andere Energie. Ne? Also hier liegt zwar die weibliche Energie, ihr münzt euch das dann bitte um, hatte ich ja vorhin gesagt. Und dein Gegenüber liegt hier gerade eher sehr unklar, stagnierend und schwierig drin. Ich habe hier so die Verwicklung im familiären Bereich, ne? Also wenn es um eine Dreiecksgeschichte geht, da ist hier irgendwie etwas gerade bei dem Gegenüber nicht ganz so klar. Also hier liegen wirklich Up and Downs, hier liegt die Belastung in der Verbindung bei ihm. Hier liegen viele, viele Zweifel, ne? Also da haut irgendwas nicht hin bei den beiden. Sollte dein Gegenüber nicht gebunden sein, dann sind es prinzipiell die Verwicklung und Umwege, die er hier ins Haus der Klarheit legt. Ne? Aber es wird hier Kontaktaufnahmen geben in deine Richtung, ganz klar. Und man möchte in deine Richtung auch festhalten, du bist aber aktuell auf dem Punkt, dass du überlegst, inwiefern möchte ich das eigentlich noch? Ne? Also egal, ob dein Gegenüber gebunden ist oder auch nicht. Du hast hier wirklich noch mal Gespräche liegen, Blockaden lösen sich ja auf, die Unsicherheiten in der Liebe auch, ne? Der Fuchs geht ja aus dem Kartenbild raus. Und du hast hier aber wirklich so den Kummer. Du bist hier gerade nicht mehr bereit, dieses Gedankenkarussell auf dich zu nehmen, weil du eben weißt, dass hier sowieso Entscheidungen noch nicht getroffen werden. Das ist dir bewusst. Dein Gegenüber liegt hier aber sehr, sehr unklar. Und sehr, sehr unsicher, sehr, sehr nervös und unruhig, weil dein Gegenüber hier gerne mit Nachrichten auf dich zukommen möchte und das auch tun wird. Also im September müssten ja auf jeden Fall Nachrichten kommen. Ich habe auch ein Treffen liegen, ne? Es könnten auch zwei oder drei Treffen sein. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass du diejenige bist oder derjenige, der hier überlegt, ob man das eigentlich noch möchte oder ob man diese Situation zeitweise auf Eis legt. Ne? Also auch da liegt mit die Entscheidungskraft bei dir. Warum? Weil du wirklich in einer völlig neuen Energie bist. Du bist aus jeglichen emotionalen Verlustängsten raus. Du versuchst dich hier wirklich auf Business, auf Beruf, auf dich selber zu fokussieren. Du willst eine neue Befreiungsenergie, ne? Und da bist du hier wirklich drin oder beziehungsweise tatsächlich auf dem besten Weg dahin. Wie gesagt, dein Gegenüber wird aber hier mit Meldungen, Nachrichten, Vorschlägen auf dich zukommen, aber du entscheidest, ne? Ob du das hier noch möchtest. Hatte ich ja vorhin auch gesagt, eine klare Entscheidung, ne, ob man jetzt schon zusammen ist, wie das jetzt hier weitergeht, das habe ich im September noch nicht liegen. Das liegt mir hier dann eher sehr plötzlich, unverhofft, im Spätherbst, Winter angezeigt. Ne?
So, jetzt schauen wir mal auf all diejenigen, die einen, ja, die weder in einer Verbindung sind noch einen Wunschpartner haben, also die absoluten Singles unter euch. Ihr habt so ein bisschen das Gefühl, ach, da kommt ja sowieso niemand. Das Thema Liebe, ihr habt hier so ein bisschen die Zweifel, aber die Zweifel lasst ihr hinter euch. Ihr seid hier laut dieser Legung schon irgendwo bereit, euch das Thema Liebe noch mal genauer anzuschauen. Und ihr öffnet euch auch langsam und beständig immer mehr dem Thema Liebe, aber ihr macht hier überhaupt keinen Stress. Ne? Also euch ist bewusst, ihr habt viel gelernt und ihr wollt auch die Liebe in euer Leben wieder integrieren, aber ihr habt da wirklich keinen Druck mehr. Ne? Ihr wollt hier wirklich mal schauen, ihr prüft hier, wie stelle ich mir denn wirklich die Liebe des Lebens vor? Wie möchte ich mich binden? Also ihr stellt euch auch wirklich die Frage, wie soll eine Partnerschaft in eurem Leben aussehen? Ne? Da seid ihr wirklich sehr stark gerade auch in der Selbstreflexion. Und es ist schon so, dass hier ganz klar auch Flirtmöglichkeiten bestehen, über den Freundeskreis tatsächlich auch. Also es kann sein, dass man hier über den Freundeskreis jemanden kennenlernt, über Umwege, über den Freundeskreis. Und ja, aber dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ach, naja, mal gucken. Also es kann auch sein, dass man hier wirklich erstmal nur auf der freundschaftlichen Ebene sich mal beschnuppert. Weil ich habe jetzt hier noch nicht, dass man zwangsläufig sofort in eine Verbindung geht. Weil, das sage ich immer wieder, im Haus des Neubeginns liegen aktuell noch die Mäuschen. Ne? Und im Haus der Mäuse zwar die Blockaden, aber eher auf der eigenen mentalen Ebene. Das ist das, was ich vorhin sagte, ihr werdet euch klar, was ihr möchtet und was ihr nicht mehr möchtet. Ne? Aber schöne Flirtmöglichkeiten sind hier bei den Löwegeborenen auf jeden Fall angezeigt. Ne? Aber wie gesagt, so eine ganz klare Entscheidung, ich gehe jetzt in eine feste Verbindung. Das habe ich hier tatsächlich noch nicht im September. Ne? Wer von euch eventuell eine Reise geplant hat, da könnte es sein, dass bei einer Reise irgendwie nicht alles so ganz klar geht, wie ihr euch das vorstellt. Da liegen hier so Verzögerungen und Umwege. Oder wenn ihr mit jemand anderen verreisen wolltet, kann es auch sein, dass euer Freund, Kollege oder wie auch immer nicht mitkommt. Ne? So, was fällt mir noch auf? Ja, also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass das ein sehr spannender Monat für die Löwe-Energie wird. Und trotzdem seid ihr noch in so einem Zwischenfeld, ne? Also ihr geht aus alten Situationen raus, auf dem Weg in neue, aber ihr befindet euch noch so im Zwischenbereich, ne? Also da ist jetzt noch nicht alles so, sondern es ist eher so noch ein Zwischenbereich. Wir schauen jetzt mal, welche Zusatzkarten sich denn hier noch gezeigt haben. Wir fangen mal an hier mit den Lektionen deiner Seele. Ach, guckt euch das mal an. Da liegt das Gleichgewicht. Ohne zu urteilen erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Ist ja das, was ich auch vorhin schon sagte. Ne? Ihr seid hier in einer völlig neuen Energie. Ne? Wenn ich jetzt mal hier im Kartenbild auf die Harmonie schaue, die liegt hier mit den Lilien. Ne? Und hier liegt die neue Harmonie. Verwicklung, Umwege gehen raus. Ne? Und ihr versucht hier wirklich gut bei euch zu bleiben. Ihr versucht für euch in eine neue Stabilität und Sicherheit zu kommen. Und hier achtet wirklich gut auf das Thema Gleichgewicht. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Das, was ich vorhin sagte, ihr fokussiert euch sehr auf euch. Und das, was ihr eigentlich mal wolltet oder wo ihr euch aktuell befindet. Und jetzt schauen wir mal, welches Krafttier sich denn hier zeigen möchte. Ach, guckt euch das mal an, das hatte ich noch nie. Leere Karte, alles ist möglich. Erfasse den Raum, alles ist offen, weit und grenzenlos. Du bist von wunderbaren Kräften umgeben und geschützt. Tja, wunderbare Message, passt dazu, dass ihr hier im Haus der Sonne liegt, ne?
Also passt wieder wunderbar. Ihr braucht wahrscheinlich gar kein Krafttier, weil ihr selber wieder gut in eurer Kraft steht. Ja, also wirklich eine sehr spannende Energie. Ja. Ich schaue jetzt noch mal kurz, aber ich habe das Gefühl, dass ich alles Wichtige gesagt habe. Ja. Ja, meine lieben Löwegeborenen, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Mehr fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Zumindest nicht für die allgemeinen Energien, weil das würde dann zu weit reingehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen zauberhaften September. Bleibt mir alle schön gesund. Ich wünsche euch die Kraft und die Energie, wirklich euch nur auf euch zu fokussieren. Und ja, und dann sage ich hoffentlich bis bald, eure Helene.